Jo, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr seht, ich bin einmal wieder draußen im Dschungel, dort wo ich hingehöre. Ich war jetzt sicher schon 14 Tage, war nicht sogar schon 3 Wochen nicht mehr unterwegs. Es hat mich ganz einfach nicht gefreut, das Wetter war zu heiß. Daheim ist auch schön. Und dadurch, dass ich nicht mehr auf die Wochenenden angewiesen bin, sondern rausgehen kann, wann ich will, ist es perfekt. Ja, ich bin wieder heraus. Es gibt heute eine Kleinigkeit zum Essen. Es wisst ihr, eine Wurst bei mir kommt einmal wieder drauf auf den Teller. Und dazu kommt es heute in Einsatz. Es hat gestern geschieht den ganzen Tag. Es ist alles waschelnass, wie ihr gesehen habt. Und dafür traue ich mir heute ein Feierl machen. Und da habe ich einmal was Neues mit, nämlich das Feuernetz. Habe ich mir geleistet, kostet glaube ich 17 Euro, war das billigste, was es gegeben hat. Und Feuernetz, so viel, das heißt, das Feuer passiert nicht am Boden selber, sondern das ist oberhalb in so einem Gitter drin. Das ist, ich zeige euch die anderen Serien noch näher. Das ist dieser Gitteraufsatz, wo dann das Feuer drin gemacht wird. Ist nicht schlecht, ich finde die Überlegung sehr gut, gefällt mir auch sehr. Und wie seht ihr, das ist auch alles relativ klar verpackt. Dazu sind Bodenfüßeln dabei mit Gummi und dann nochmal Viere, dass das Ganze verlängert wird. Das Ganze ist da so gelagert, wo man das ein bisschen verschieben kann, je nachdem. Und das ist auch so einfach zum Aufbauen. Verschiebt man noch die Seiten und oben kommen die eine, wo keine Füßeln drauf sind. Nein, nicht. Da wird dann das Gitter eingerast. Und unten kommen die mit den Gummifüß. Das Ganze hat, ich glaube, 600 Gramm. Ich blende euch das aber ein. Und auch die Bockmasse von den Sackeln und alles. Blende euch sicherheitshalber ein, ich weiß das jetzt nicht auswendig. Auf alle Fälle sieht man dann, so war das, da kommt dann jetzt das Gitter drauf. Und dann hat man eine schöne Entfernung zum Boden und da kann nicht viel passieren. So, dann gibt es da bei diesen, zum Einhänger sind da solche Klammern dabei. Das heißt, die schiebt man dann da durch. Schiebt es dann, ich zeige euch das näher. Schiebt die dann da einer und somit sind die dann quasi gespannt. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Das ist, es hält sicher, braucht man nicht drüber diskutieren, aber das Ganze, die Fummelei ist mir ein bisschen, seht ihr, das ist mir zu umständlich. Daher haben wir daheim, haben wir daheim was anderes bastelt. Und zwar, das ist so ein Fiberglasel, so ein Zeltgestänge, die man so zusammen basteln kann, dass man so einen Rundbogen oder so kriegt. Die sind ja meistens alle mit einer Bohrung, weil ja der Gummi da innen durchrennt. Da haben wir oben eine Schraubenweine mit so einem Distanzplattel. Und bei mir geht das dann einfach, ich schiebe das da durch und dann hält es in meinen Augen viel besser. Aber man braucht nicht drüber diskutieren, das hält mit den Hageln auch, nur mir hat das nicht so taugt. So, ich baue das einmal auf und dann schauen wir weiter. Das geht relativ rasch. Einfach nur reinschieben. Dadurch, dass das Fiberglasstangen sind, sind die natürlich auch feuerfest. Da kann nicht viel passieren. Und so schaut es dann aus. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das Feuer eingegangen. Da ist leider alles waschelnass. Also, mit denen habe ich nicht gerechnet. Ich habe da ein bisschen Holz gemacht, aber das ist innen komplett nass. Da findest du nichts Trockenes. Alles morsch, verschimpelt.
Aber schauen wir mal, was wir zusammenbringen. So, da meine kleine Zunderbox dabei, da habe ich nur ein paar Wattepads herin. Da werde ich jetzt einmal sicher jetzt aber zwei nehmen. Schauen wir mal, ob da was draus wird. Ich hoffe. Ah, das wird heute lang dauern. Ich bin schon froh, wenn es wenigstens brennt heute. Ja, wie gesagt, an und für sich, so ist das Feiernetz nicht schlecht. Gefällt mir wirklich gut. Der Unterricht ist warm, warm, ist ja klar. Geht die Wärme auch runter. Aber was natürlich der Vorteil ist, dass das unten natürlich ein Netz ist, kann der Sauerstoff von unten dazu. Ich glaube, das ist auch ein einziger Vorteil noch, dass das heute überhaupt noch brennt. Sonst hätte ich wahrscheinlich ein Pech gehabt. Wenn wir da das Holz anschauen, wie das alles nass ist und blubbert. Ja, aber sonst muss ich sagen, macht dieses Feuernetz eigentlich einen Bombenjob. Da gibt es gar nichts. Ich bin wirklich davon begeistert, vor allem um das Geld, da ist ja nichts verhaut. Ja, es wird jetzt heute auch durchwachsen. Ja, wir haben so 17 Grad. Nein, stimmt nicht, wir haben im Augenblick 19 Grad. Aber ja, da herin ist es angenehm. Ja, heute habe ich gar nicht mein X-Boil dabei. Ich habe heute mein Set wieder dabei. Werden wir das einmal wieder ausprobieren. Ah, so. Na, ich glaube, die ist fertig. Ja, perfekt, perfekt. Ja, das passt auch, das wird auch bald ausgehen. Ja, kann man eh schön in die Hand nehmen. Mahlzeit. Perfekt wie immer. Ah, gibt auf alle Fälle Stoff. Jo, Freunde, der erste Gruß geht wie immer an meine Krankensaison, das wisst ihr. Und dann der Rest an alle anderen. Prost, Freunde! Wow. Herrlich, kann ich sagen. Herrlich. Ja, das ist da ein Spülheim. Mir kommt die Sonne aus, sind wir so an Wolken vor. In der Zwischenzeit auch 15 Uhr. Naja, ich würde sagen, packen wir schon langsam wieder zusammen. Da muss ich mein Feuerl, muss ich mir noch schauen, dass ich das noch ordentlich entzug. Das glüht noch, aber ich habe eh Wasser genug mit. Dann packen wir zusammen und gehen wir wieder heimwärts. So, wenn wir die da mal da herlernen, den Rest. Und natürlich wenn wir das löschen. So. Lassen wir den ein bisschen auskühlen. Und dann können wir es zusammenlegen. So, und wie man sehen kann, das Gitter hat absolut nichts angekriegt. Pipi feinst, ist auch schon ausgekühlt. Und kann man jetzt wieder schön zusammenlegen und einen in den Sackerl. So, alles zusammenpackt, alles Paletti. Ja, Wuseln brauche ich da halt nicht viel, ich will nur das noch zumachen. Das ist eh alles schon. Nichts tun, was so ist. Die Leute drüber.
Aber das fällt eh keinen auf, dass da wer war. Und von daher, auf geht's heimwärts. Ja, mein Thermosell hat natürlich wieder super gewirkt. Ja, ohne den ist es eine Katastrophe. Ja. Gehen wir jetzt schon langsam zurück. Schöne Gegend nach wie vor. Schön dicht verwachsen alles, herrlich. Ja, und der liegt auch noch nicht so lang. Ja, da hat der Wind umgeschmissen. Der ist auch noch schön grün. Ja, so ist es halt. Ganz frisch aus. Ist eigentlich schon so dicht wieder verwachsen, dass ich mir eigentlich schon schwer tut beim Orientieren wieder. So nicht sagen kann ich, dass ich weiß, nach was ich mich richte. Schon wieder anbinden. Ah ja, haben wir da auf meinen Instinkt verlassen können. Da ist der Weg wieder. So, da, wir sind gleich beim Auto. 50 Meter noch, dann sind wir da. Ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Mauer und pfiat euch die Buben.